Komm her, du Krabbelvieh! Deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Ich hasse Insekten. Ich brauche einen Dietrich. Hey, gut, dass ich dich hier treffe. Auf dich habe ich gewartet. Du bist genau der richtige Partner für meinen großen Plan. Plan? Ja, genau. Am besten, ich erzähle dir unterwegs davon. Unterwegs? Natürlich unterwegs. Vom Herumstehen kommen wir dem großen Tempel kein Stück näher. Also, geh vor. Ich folge dir. Zeig sie! Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Gut so. Mach schon. Komm her, du Krabbelvieh. Hernieder. Das war's mit dem Vieh. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze.
Komm schon! Kämpf endlich! Ich finde es sehr schön hier. Du nicht auch? Das ist jetzt so wichtig, dass du mich unbedingt in ein Gespräch verwickeln musst. Ich meine ja nur, den meisten fällt gar nicht auf, wie schön es hier eigentlich ist. Aber geh nur weiter. Wir haben ja noch so viel zu erledigen, nicht wahr? Los, komm her, du Krabbelvieh! Ich bin verletzt. Du musst auch nicht ständig im Weg herumstehen. Aber das tut weh. Du bist offensichtlich kein guter Kämpfer. An deiner Stelle würde ich mir eine andere Beschäftigung suchen. Nein, ist schon gut. Ich schaff das schon. Wirst schon sehen. Bald werden wir die fette Beute teilen.
Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, wie ich Pirat geworden bin? Nein. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das hören will. Das war eine total verrückte Geschichte. Eigentlich wollte ich es gar nicht, aber irgendwie... Du musst wissen, ich komme nämlich von ziemlich weit her und habe gar keine Ahnung von der Seefahrt. Ist ja auch egal, dafür habe ich andere Qualitäten. Das wirst du schon noch merken. Was wollte ich gerade noch erzählen? Gar nichts. Geh einfach weiter. Ja, gut. Wir können ja später noch reden. Aus deinem Schutt mache ich mir eine Mütze. Sehen. Also dies ist die Steintafel von Farah, der Sammlerin. Nein, Seherin. Ja, Seherin. Hier steht noch etwas über das Auge einer Hornmuschel. Aha, ich verstehe. Hornmuschel. Die Gabe von Farah ist die schillernde Perle. Das Auge der Seherin. Ich muss runter zum Strand und schauen, ob ich in einer Hornmuschel eine schillernde Perle finde. Weißt du eigentlich, warum sie mich bei den Piraten rausgeschmissen haben? Nein, aber ich fürchte, das wirst du mir gleich erzählen. Also, das war so. Am Anfang haben mich alle gemocht, weil ich ja eigentlich ein ziemlich netter Kerl bin. Ich habe mir fast die Hände blutig geschuftet für die Kerle, nur um dabei sein zu dürfen. Und was machen die? Sie schmeißen mich raus, nur weil ich versehentlich das falsche Bett benutzt habe. Ich meine, alleine natürlich. So, so, das falsche Bett benutzt, ja? Und das war alles? Glaub mir, ich habe sonst nichts gemacht. Ehrlich. Ja, ja. Komm weiter jetzt. Na schön, aber ich war noch nicht fertig. Mach schon! Aus deiner Haut mach ich eine Mütze! Das gute Opferfleisch.
Ich hack dir die Hände ab! Hier wohnen übrigens die Eingeborenen. Sie nennen sich auch die Kila. Genau wie die Insel hier. Ist das nicht witzig? Das ist ja sehr scharfsinnig. Das wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn du es nicht erwähnt hättest. Ich meine ja nur, du musst echt aufpassen auf die Kerle hier. Ehe man sich versieht, hat man einen Speer im Rücken. Halt einfach die Klappe und lass mich machen, okay? Ich wollte ja nur, dass du Bescheid weißt. Höre, ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen. Ach ja? Chi, ich werde die Piraten dulden auf unserer Insel. Aha. Woher jetzt der Sinneswandel? Mein Volk sprach in Weisheit zu mir. Ich werde auf seine Stimme hören. Tja, dann sag ich mal, den Ahnen sei Dank. Danke dir für deinen Rat. Hier, nimm dies, Friedensstifter. Du bist ein Seefahrer, richtig? Ja, richtig. Das habe ich mir gleich gedacht, so wie du aussiehst. Ich habe ja gar keine Ahnung von der Seefahrt, aber bei dir habe ich ein gutes Gefühl. Also, ich werde gerne unter deiner Flagge segeln. Wann legen wir denn ab? Du bleibst am besten hier auf der Insel und sicherst unsere Nachhut. Na schön, aber wehe, du legst einfach ab und kommst nicht wieder. Würde ich niemals tun. Okay, dann lass uns hier weitermachen, bevor noch jemand anderes unseren Tempel plündert. Was suchst du? Kannst du mir etwas beibringen? Frag Hoshi. Dann werden wir sehen. Ich möchte meine Lebenskraft steigern. Du bist besser geworden. Thank you.
Das war's. Schriftzeichen der Eingeborenen. Das war schon eine ziemlich große Sauerei, mich einfach in den Dschungel zu schicken. Wie bitte? Na, die Piraten. Sie haben mich einfach weggejagt. So eine Frechheit. Der Dschungel ist gefährlich. Ich könnte tot sein. Ja, könntest du. Bist du aber nicht. Wenigstens einer, der Mitleid mit mir hat. Geht. Es ist schon wichtig, gute Freunde zu haben, nicht wahr? So, jetzt aber Schluss mit dem Palaver. Wir haben ja noch einen Tempel zu plündern. Kämpfen!
Kampf. Au! Pass doch auf, was du machst! Ich warte hier auf dich. Ich brauche einen Dietrich. Ich habe hier etwas Tafelsilber. Danke. Danke. Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Ich bin noch nicht gut genug. Was kannst du verkaufen?
Hier steht was. Also beschafft sein... Klingt als... Was ist? Hat dich eine steife Brise umgeweht? Sich ab! Was kannst du verkaufen? Ich habe mit einer der Eingeborenen am Wasserfall gesprochen. Ja und? Was ist jetzt? Vertraut sie dir? Nein, sie will ein Zeichen der Freundschaft haben. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Ich glaube, ich habe wirklich eine Idee. Dieser Quacksalber Cunningham, der hat eine wertvolle goldene Schale in seinem Besitz. Soll ich sie ihm abkaufen? Abkaufen? Aber bitte, wie du meinst. Ich kann jedenfalls kein Gold locker machen. Mir persönlich ist es egal, wie du an die Schale kommst. Wichtig ist, dass du sie bekommst. Wo bewahrt Cunningham seine Goldschale auf? Die hat er im Lagerraum verstaut. Normalerweise ist er verschlossen. Aber es gibt noch einen anderen Weg rein. Man muss es nur auf das Dach unseres verrotteten Kahns schaffen. Von dort aus kann man dann einfach durch die Dachluke schlüpfen. Bring mir etwas bei. Nur wenn die Kohle stimmt. Dafür bin ich nicht gut genug. Bring mir etwas bei. Nur wenn die Kohle stimmt. Bring mir bei, wie ich Schlösser knacken kann. Das Wichtigste ist es, dabei nicht gesehen zu werden. Aber das brauche ich dir ja nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass du nichts Verbotenes mit diesem Wissen anstellen willst. Also, du gehst zu deiner eigenen Truhe, für die du den Schlüssel verloren hast. Dann nimmst du dir ein biegbares Stück Metall und drückst damit ein bisschen im Schloss herum. Zuerst tastest du den Mechanismus ab, damit du weißt, wie er gebaut ist. Dann biegst du dir das Metall so zurecht, dass du den Mechanismus aushebeln kannst. Ich bin noch nicht gut genug. Bring mir etwas bei. Nur wenn die Kohle... Bring mir bei, wie ich ein guter Taschendieb werden kann. Wenn du nicht bemerkt werden willst, dann fummel nicht zu lange in seiner Tasche herum. Am besten gehst du schnell hin, rempelst ihn an oder lenkst ihn ab. Finger in die Tasche, den persönlichen Gegenstand rausholen, der sowieso dir gehört. Wenn du Zeit hast, beschwerst du die Tasche mit etwas anderem, damit er nichts merkt. Dann haust du wieder ab.
Was weißt du über Douglas? Einer der wenigen, der noch auf meiner Seite war. Bestimmt hat Harry den auf dem Gewissen. Hast du irgendwelche Hinweise? Pah! Dieser illoyale Bastard ist verrückt genug, um uns alle umzubringen. Bestimmt hat der Douglas in eine dieser Höhlen gelockt und ihm die Kehle durchgeschnitten. Was? Ja, ich habe sie gesehen. Die Geister dieser Insel. Ihre Ruhe ist gestört.